Man bezeichnet das Integral von 0 bis 1 von x geteilt durch 1 plus x hoch n dx mit i n, wo n eine beliebige natürliche Zahl ist. Erstens berechne i0, i1, i2 und i4. Zweitens, ohne i3 zu bestimmen, zeige, dass i2 kleiner gleich i3 ist und dass i3 kleiner gleich i4 ist. Beginnen wir mit der Berechnung von i0. Durch diese Definition ist i0 das Integral von 0 bis 1 von x geteilt durch 1 plus x hoch 0 dx. Dieser Nenner ergibt 2 und diese multiplikative Konstante 1 halbes schmeißen wir aus dem Integral raus. So. Somit brauchen wir nur noch die Funktion x von 0 bis 1 zu integrieren. Eine Stammfunktion von x, das ist x² halbe und die Variation von x² halbe von 0 bis 1 erhalten wir, indem wir zuerst x durch 1 ersetzen, dann finden wir ein halbes, dann x durch 0 ersetzen, dann finden wir 0 und diese 0 ist von ein halbes abzuziehen. So bleibt hier also ein halbes. Und ein halbes mal ein halbes, das macht ein Viertel. Jetzt berechnen wir i1. Durch diese Definition ist i1 das Integral von 0 bis 1 von x geteilt durch 1 plus x hoch 1. Hier könnte man eine Polynomdivision vornehmen oder man wendet einen kleinen Trick an. Der Trick besteht darin, im Zähler 1 zu addieren und auch sofort wieder zu subtrahieren. So hat man nichts geändert. Warum macht man das? Weil dieser Bruch ist jetzt gleich zu diesem Bruch x plus 1 auf 1 plus x, also 1, minus diesen Bruch 1 auf 1 plus x. Die Stammfunktion ist dann x minus der natürliche Logarithmus vom Betrag von 1 plus x, also so. Und diese Stammfunktion sollen wir jetzt variieren lassen von 0 bis 1. Das heißt, wir ersetzen zuerst x da und da durch 1 und danach ersetzen wir x da und da durch 0. Und diese zweite Zahl zieht man von der ersten ab. Da ln von 1 0 ist, bleibt hier nur noch 1 minus ln von 2. i1 ist also 1 minus ln von 2. Jetzt berechnen wir i2. Durch diese Definition ist i2 das Integral von 0 bis 1 von x geteilt durch 1 plus x² dx. Wir berechnen die Stammfunktion separat. Wenn wir den Nenner ableiten, dann finden wir 2x. Das x haben wir da oben, aber die 2 fehlt. Dann multiplizieren wir eben mit 2 und auch sofort mit ein halbes. Und diese multiplikative Konstante ein halbes fliegt aus der Stammfunktion raus. Somit haben wir alles vorbereitet, um diese Stammfunktion per Substitution zu berechnen, indem wir 1 plus x² gleich u stellen. Wenn u 1 plus x² ist, dann ist du 2x dx. Per Substitution finden wir also ein halbes mal diese Stammfunktion. Und die Stammfunktion von 1 auf u du, das ist ln vom Betrag von u. Also ln vom Betrag von 1 plus x². Aber da 1 plus x² immer streng positiv ist, können wir die Betragsstriche in einfache Klammern verwandeln. Diese Stammfunktion werden wir jetzt variieren lassen von 0 bis 1, um i2 herauszufinden. Diese Stammfunktion ausgedrückt bei 1, das ergibt ln von 2. Diese Stammfunktion ausgedrückt bei 0, das ergibt ln von 1. Wir ziehen also ln von 1 von ln von 2 ab. Vergesse nicht, das Ganze mit ein halbes zu multiplizieren. Und da ln von 1 0 ist, finden wir als i2-Wert ln von 2 geteilt durch 2. Kommen wir jetzt zur Berechnung von i4. i4,
Das ist das Integral von 0 bis 1 von x geteilt durch 1 plus x hoch 4 dx. Wir berechnen diese Stammfunktion separat. Hier steht x hoch 4. X hoch 4 ist dasselbe wie x hoch 2 hoch 2. Warum schreiben wir das so um? X hoch 2 hoch 2? Weil, wenn man dieses x hoch 2 ableitet, dann findet man 2x. Das x haben wir schon da oben. Wir hätten auch gerne die 2. Also multiplizieren wir mit 2. Wir multiplizieren dann aber auch sofort mit ein halbes. Und diese multiplikative Konstante ein halbes fliegt aus der Stammfunktion raus. Somit haben wir hier alles vorbereitet, um per Substitution zu arbeiten. Wir stellen u gleich x², dann ist du 2x dx. Und diese Substitution ergibt dann ein halbes mal Stammfunktion von 1 auf 1 plus u² du. Hier erkennen wir natürlich sofort diese Stammfunktion, das ist Arctangens von u, also so. Sobald man die Stammfunktion mit u gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also ergibt das ein halbes Arctangens von x². Und diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren von 0 bis 1. Das bedeutet, wir drücken diese Stammfunktion zuerst mit 1 aus. Das ergibt dann ein halbes mal Arctangens von 1, also ein halbes mal Pi Viertel. Dann drücken wir diese Stammfunktion bei 0 aus. Das ist dann ein halbes mal Arctangens von 0, das heißt 0. Also finden wir hier ein halbes mal Pi Viertel. I4 ist also gleich zu Pi Achtel. Erledigen wir noch Auftrag 2. Ohne I3 zu bestimmen, sollen wir diese doppelte Ungleichheit beweisen. Wir wissen, dass x sich zwischen 0 und 1 befindet. Und für alle x-Werte zwischen 0 und 1 gilt, selbstverständlich, x² ist größer gleich x hoch 3 und x hoch 3 ist größer gleich x hoch 4. Und demzufolge gilt auch diese doppelte Ungleichheit. Warum? Wenn der Zähler derselbe bleibt und der Nenner immer kleiner wird, dann wird der gesamte Bruch automatisch immer größer. Hinzu kommt, dass diese drei Funktionen f2 von x gleich zu diesem Bruch, f3 von x gleich zu diesem Bruch und f4 von x gleich zu diesem Bruch, diese drei Funktionen sind positiv im Intervall 0, 1. Und In, das heißt dieses Integral, bezeichnet den Inhalt der Fläche zwischen dem Graph von Fn und der x-Achse im Intervall 0, 1. Wir können uns also die Situation so vorstellen, die drei Funktionen f2, f3 und f4 sind positiv im Intervall 0, 1 und der Graph von f2 liegt etwas tiefer als der Graph von f3 und der Graph von f3 liegt etwas tiefer als der Graph von f4. Das wissen wir daher. Also ist die Fläche unterhalb vom Graph von f2 etwas kleiner als die unterhalb vom Graph von f3 und die wiederum ist etwas kleiner als die unterhalb vom Graph von f4. Und demzufolge ist diese These eigentlich evident.